5.000 al massimo e 600 persone. Ora con Frontex sono le navi che li raccolgono in mare. Un aspetto probabilmente anche è che i pescherecci che prima venivano utilizzati e che riuscivano a passare il mare, adesso probabilmente sono diminuiti di numero e hanno difficoltà a trovarne. Die Situation hat sich deshalb geändert, weil es vorher so war, dass die Einwanderer direkt an den Küsten landeten. Im Jahr 2011 waren es 10.000, die dort an Land gegangen sind. Das muss man einmal in Proportion setzen zur Einwohnerzahl dieser sehr kleinen Insel, die nur 5.600 Bewohner hat. Jetzt ist es mit der Einrichtung von Frontex so, dass man gebeten wird, direkt die Flüchtlinge auf den Schiffen auf dem Meer einzusammeln. Und der Aspekt ist eben der, dass die kleinen Fischerbötchen, die vorher eingesetzt wurden, heute einfach nicht mehr vorhanden sind und es ist eben immer schwieriger wird, diesen Flüchtlingen nun Hilfe zukommen zu lassen. Dicevo che dopo 20 anni probabilmente i pescherecci non è facile trovarli, infatti i migranti adesso vengono messi su barche fatiscenti che hanno difficoltà ad affrontare il mare, a cui appunto ai migranti vengono dati dei cellulari che dopo una mezz'oretta dalla partenza, poi dipende dalla situazione, utilizzano il cellulare per chiedere aiuto e arriva la nave a prenderli. Ich hatte gerade gesagt, dass es jetzt nach 20 Jahren nunmehr so ist, dass kaum noch Fischerboote dieser Art vorhanden sind, um Hilfe zu leisten. Heute ist es so, dass die Boote, die eingesetzt werden, um die Flüchtlinge zu transportieren, in einem sehr schlechten Zustand sind und dies auch noch bei bewegtem Meer alles bewerkstelligt werden muss. Und deshalb werden diese Migranten mit Handys ausgestattet und es wird ihnen gesagt, dass sie sich etwa 30 Minuten, nachdem sie gestartet sind, über dieses Handy melden sollen und von dort aus anfordern sollen, dass sie Hilfe benötigen. Infatti prima i naufragi avvenivano vicino alle coste italiane, vicino a Lampedusa o al largo mare. Ora tutti i naufragi che avvengono vicino alle coste libiche, proprio per questa difficoltà delle barche di entrare in alto mare. Früher ist es so gewesen, dass wenn diese Boote Schiffbruch erlitten haben, dies immer direkt vor der italienischen Küste geschehen ist, beziehungsweise direkt auch vor der Insel Lampedusa der Fall war. Heute ist es so, dass aufgrund des Zustands dieser Boote die Boote direkt vor der libyschen Küste Schiffbruch erleiden, weil sie eben in einem so schwierigen, schlechten Zustand sind und dieses bewegte Meer mit den Wellen kaum überwinden können. E quel mare che per molti di noi del nord era mare piacevole, mare di riposo e di divertimento, per chi viene dal sud è diventato una tomba liquida. Si calcola, secondo i calcoli ufficiali, sono circa 25.000 i morti e questo numero è stato superato. Ci sono, si pensa, altrettanto morti non calcolati, per cui in fondo al mare 40.000, 30.000, 40.000 persone che hanno perso la vita. Man muss ja hier sehen, dass dieses Meer für uns, die wir aus dem Norden kommen, ein Meer ist, das verbunden wird mit Freizeit, mit Vergnügen, mit Erholung, während es für all diejenigen, die aus dem Süden dieses Meer überqueren müssen, so ist, dass es praktisch eine Art Wassergrab ist. Hier ist es so, dass laut offiziellen Quellen etwa 25.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Die tatsächliche Zahl soll aber noch weitaus höher liegen. Man hat berechnet, dass es vermutlich etwa zwischen 30.000 und 40.000 Menschen sind, die hier auf dem Meeresgrund ihr Leben verloren haben. Sono chiamati viaggi della speranza. La gente che parte dalle proprie terre parte per disperazione, perché la situazione là da loro è molto difficile, e disperanza perché loro sperano che davvero qualcosa cambi. D'altra parte loro lo dicono: se restiamo nelle nostre terre, con molta certezza ci sarà la morte. Affrontare il viaggio, avere una possibilità per poter vivere, morire per morire, allora tentiamo, se non ci riesce, moriamo. Questo è quanti migranti, tanti migranti hanno detto.
Diese Reisen werden die Reisen der Hoffnung genannt, denn diejenigen, die von ihren Heimatländern aus hier starten, um diese Reise auf sich zu nehmen, tun dies aus Verzweiflung. Die Situation ist natürlich sehr schwierig, in der sie sich zu Hause befinden, und deshalb ist dies die einzige Hoffnung, die sie haben. Sie brechen deshalb zu dieser Reise auf, um überhaupt in ihrem Leben noch etwas bewirken und verändern zu können. Denn wenn sie in ihren Heimatländern bleiben, dann ist dies so gut wie sicher der Tod für sie. Das heißt, dass diese Reise also für sie die Möglichkeit bedeutet, weiterleben zu können. Und sie versuchen alles, um diese Reise unternehmen zu können. Sollte dies misslingen, dann bedeutet dies für sie den Tod. Sollten sie aber die Reise nicht antreten, so ist dies auch so gut wie sicher der Tod. Und das sind eben die Aussagen dieser Migranten zu ihrer Situation. In molti ci si chiede, ma finiranno questi viaggi? La risposta sembra che debba essere no, perché purtroppo la situazione in quelle terre è molto grave, la gente continua a partire perché lì non può vivere e quindi dovremo non più trattare questo argomento come un'emergenza, ma ormai uno stato di fatto, è il mondo che sta cambiando. Quando ci sono popolazioni che lasciano la propria terra per andare altrove, quello è un segnale che il mondo sta girando pagina. E allora forse dovremo adattarci a questa situazione, pensare che se il mondo sta cambiando pagina, non possiamo riscrivere la pagina in bianco, così come sono state riscritte le pagine precedenti. Es ist so, dass viele sich natürlich fragen, kann man eine solche Reise überhaupt zu Ende bringen? Und im Grunde müsste die Antwort hier auch lauten, nein, das ist nicht möglich, denn die Situation in diesen Ländern ist ja allemal sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es nur zu verständlich, dass die Menschen von dort weggehen wollen, weil sie dort einfach nicht mehr leben können. Und das Thema ist deshalb, muss man sagen, eben kein Thema mehr, das einen Notstand signalisiert, sondern es ist ein Fakt geworden. Die Welt ändert sich, und wenn die Bevölkerung aus diesen Ländern weggeht, dann deshalb, weil in der Weltgeschichte damit auch eine neue Seite aufgeschlagen wird. Und wir müssen mit dieser Geschichte und mit dieser Situation mitgehen und uns anpassen. Denn wenn hier eine neue Seite aufgeschlagen wird, dann dürfen wir sie nicht weiß und unbeschrieben lassen, sondern wir müssen auch diese Seite beschreiben, so wie wir die Seiten mit der Geschichte der Vergangenheit beschrieben haben. Io continuo a dire che il male non è la migrazione, non è questo il male da combattere. La migrazione è un sintomo di un male ancora più grave che l'ingiustizia che regola la vita del mondo. E allora, sino a quando ci sarà ingiustizia, le migrazioni ci saranno. Oggi cerchiamo di leggere tutto nella linea della globalizzazione. Le merci possono spostarsi da una parte all'altra, il denaro lo stesso con un clic cambia posto, gli uomini non possono spostarsi. Allora in che modo si pensa di fare globalizzazione se gli uomini, soprattutto i poveri, se ne devono stare altrove? Nella Bibbia si parla di faraoni, i faraoni moderni sono un po' le multinazionali, che decidono o la vita o la morte della gente. E questa gente si ribella. Io dico sempre, questi migranti stanno venendo da noi a chiederci gli interessi di ciò che il nostro egoismo o la nostra mentalità colonizzatrice ha tolto loro. Ich sage immer, dass es nicht eigentlich nur das Meer ist, das zu diesen Migrationsströmen führt, sondern die Migration selbst ist im Grunde genommen das Symptom selbst. Also dieses Meer besteht im Grunde genommen aus der riesengroßen Ungerechtigkeit, die in der Welt existiert. Das ist das eigentliche Meer, das hier überquert werden muss. Und wenn diese Ungerechtigkeit nicht beseitigt wird, dann werden diese Migrationsströme weiter fortbestehen.
Wir alle sprechen heute von der Globalisierung und von all dem, was Globalisierung mit sich bringt. Es ist so, dass Waren mit einem Klick von ihren Ort wechseln können, von einem Ort zum anderen transportiert werden. Auch Geld kann transportiert werden mit einem einzigen Mausklick. Bei den Menschen ist es nicht so. Sie können nicht so einfach von einer Stelle an die andere versetzt werden. Und wenn wir von diesen Menschen verlangen, dass sie dort bleiben, wo sie sind, dann tun wir sicherlich diesen Menschen Unrecht, weil wir sie hier ausschließen. In der Bibel ist oft die Rede von den Pharaonen, die ein opulentes Leben führen. Und wir können sagen, dass die modernen Pharaonen unserer Zeit im Grunde genommen die multinationalen Konzerne sind. Diese Migranten kommen zu uns, sie bitten, sie erflehen unser Interesse. Und jetzt ist es an uns, die wir sie ja auch durch die Kolonialisierung zum Teil in diese Situation gestürzt haben, auf dieses Interesse und auf dieses Bitten einzugehen. Il vento nessuno lo può fermare, ma nessuno può fermare neppure i sogni degli uomini. Questa gente continuerà a partire perché sognerà un mondo migliore. Soltanto che noi ci stiamo trovando impreparati e continuiamo ad essere impreparati nonostante già la storia delle migrazioni dura da 20 anni. E allora forse abbiamo chiuso gli occhi da quello che leggevo. Già nel 1950 si prevedeva un esodo di queste popolazioni dell'Africa verso altre terre. Allora o prendiamo coscienza, e qua non credo che sia più motivo soltanto di alcuni stati, o l'Europa prenda coscienza che questo problema la riguarda e deve affrontarlo, anche perché noi abbiamo responsabilità di tanta roba presa a loro e portata qui da noi, o noi saremo perdenti. La storia passata, costruita sull'egoismo, ha portato a questi risultati. Ricostruire una storia nuova con gli stessi ingredienti sarà una sconfitta. Niemand kann den Wind aufhalten und niemand kann auch die Träume dieser Menschen aufhalten. Diese Menschen wollen ihre Länder verlassen, eben weil sie in anderen Teilen der Welt sich ein besseres Leben erträumen. Und wir sind unvorbereitet. Wir tun so, als hätten wir dieses niemals erwartet. Und nun ist das Phänomen da, obwohl ja doch diese Migrationsströme bereits seit 20 Jahren in der Geschichte existieren. Viele von uns haben vermutlich vergessen, dass bereits 1950 ein großer Exodus der Bevölkerung aus Afrika erwartet worden war in unsere Länder. Das haben wir wohl aus dem Auge verloren. Jetzt müssen wir wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln. Wir müssen hier aufmerksam sein. Und es betrifft viele Länder, die Länder in Europa, all diejenigen, die direkt davon betroffen sind. Wir müssen unsere Verantwortung hier übernehmen, denn wir haben von eben diesen Ländern, aus denen die Menschen kommen, sehr viel genommen. Und wenn wir unsere Verantwortung hier nicht tragen, dann sind wir im Endeffekt auch diejenigen, die dabei verlieren. Die Geschichte der Vergangenheit ist von unserem Egoismus geprägt. Und dieser Egoismus hat zu den eben heutigen Ergebnissen geführt. Und das bedeutet, wenn wir unsere Geschichte weiter betreiben und anfüllen mit den Ingredienzien der Vergangenheit, dass diese Geschichte dann zu unserem Niedergang führen wird. Dico un'altra cosa, poi mi fermo. Sono quelli che fanno i migranti viaggi lunghi, non durano soltanto, e voi lo sapete, la durata di una traversata. Alcune volte durano mesi, qualche volta anche più di qualche mese. Molti sono fermati nelle carceri libiche o di altre nazioni là vicino e devono subire. Quando iniziò il flusso verso Lampedusa, molte donne arrivavano anche sporche di sangue, e venne fuori che erano state tutte violentate, e molti, arrivando in terra di Lampedusa, chiedevano di abortire perché i figli che portavano in grembo erano figli frutti di violenza. Per cui è come se fosse un'autostrada. Uno entra in un casello e paga,
durante il viaggio c'è qualche altro casello e bisogna continuare a pagare e non tutti questi questo ce la fanno e quindi o vengono condannati o vengono minacciate le famiglie e per loro diventa una storia difficile che poi l'ultimo tratto si conclude in quella del mare che non sempre si riesce a superare. Qualcuno può dire rispingiamoli, rimandiamoli indietro. È una soluzione buona e comoda per noi, perché anche con, lo dicevo stamattina, una psichiatra tunisina mi diceva tutti quelli che tornano, e lei ha usato questo termine, tornano sconquassati mentalmente. Lei non è riuscita a ricomporre nessuno, perché tornare indietro è delusione, sconfitta, paura di tornare nelle proprie terre e quindi rischiare la vita, aver fatto grossi debiti e non essere in grado di pagarli, eccetera, eccetera. Jetzt noch kurz eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, und dann wäre ich mit meinem Statement auch schon fertig. Es ist ja so, dass diese Migranten häufig eine sehr, sehr lange Reise auf sich nehmen müssen. Es ist nicht nur einfach die Überquerung des Mittelmeers, die dazugehört, sondern noch sehr viel mehr. Es sind Reisen, die häufig einen oder mehrere Monate dauern. Und viele Reisen enden bereits zum Beispiel in Libyen, in den dortigen Gefängnissen oder auch in anderen Ländern in Gefängnissen. Und das bedeutet, dass der Strom an Migranten, die dann schließlich in Lampedusa landen, häufig wirklich schon psychisch sehr, sehr traumatisiert ist. Man denke hier lediglich an Frauen, die blutig dort an Land gehen, weil sie vergewaltigt worden sind. Viele der Frauen, die dort landen, bitten sofort bei ihrer Ankunft um eine Abtreibung, weil die Kinder, die gezeugt worden sind, aus einer Vergewaltigung heraus entstanden sind. Und es ist im Grunde genommen wie bei einer Fahrt über die Autobahn. Du kommst bei der ersten Zahlstelle an, da musst du dein Ticket ziehen, musst schon einmal etwas bezahlen, dann fährst du weiter, dann kommt die nächste Zahlstelle, da ist wieder jemand, der dich deine Rechnung bezahlen lässt, und wenn du alle Zahlstellen überwunden hast, dann schaffst du es vielleicht, aber viele kommen eben gar nicht so weit. Das ist eben der traurige und der schreckliche Teil dieser Geschichte. Und der letzte Abschnitt dieser Reise ist dann eben das Mittelmeer, das Meer, das überquert werden muss. Dann sagen einige von uns, ja, schicken wir sie doch einfach zurück. Und das mag für uns eine bequeme Lösung sein. Dazu nur Folgendes. Ich habe kürzlich mit einer tunesischen Psychiaterin gesprochen, die gesagt hat, dass all diejenigen, die zurückkehren in diese Länder nach Tunesien, psychisch extrem belastet und traumatisiert sind. Auch sie ist nicht in der Lage, diesen Menschen zu helfen oder sie zu heilen. Und das bedeutet, dass alle diejenigen, die zurückkehren, weil wir sie zurückschicken, dort wiederum ihr Leben aufs Spiel setzen, ihr Leben riskieren, häufig absolut überschuldet sind, nicht wissen, wie sie diese Schulden zurückzahlen können, innerhalb der Familien auf große Probleme stoßen, weil sie es ja nicht geschafft haben. Und das bedeutet, dieses Zurückschicken führt diese Menschen noch einmal in eine sehr, sehr traumatische Situation. Il vescovo di Algeri, quando gli chiesi, ma voi vi state strutturando per accoglierli alcuni anni fa? Lui mi disse, noi tentiamo di fare, però tieni conto che chi arriva, normalmente chi viene respinto, si mette a chiedere l'elemosina per strada e il suo destino è morire. Molti finiscono in carcere e lì normalmente si muore. Chi prende la strada del deserto, senz'altro morirà. E concluse con queste parole che per me sono terribili, questi uomini sono già morti. Questa è la storia dei migranti. Der Bischof von Algier, mit dem ich vor einigen Jahren einmal gesprochen habe, um ihn zu fragen, was man nun tun würde, um dort in diesem Land all diese Menschen wieder zurückzunehmen und ob man sich darauf eingestellt hätte, hat mir gesagt, natürlich versuchen wir alles zu tun, um sie wieder bei uns aufzunehmen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass diejenigen, die wieder zurückkommen, weil sie zurückgeschickt worden sind, eigentlich kein anderes Schicksal erwartet als das des Bettlers auf der Straße, der dann dort sterben wird, oder als desjenigen, der im Gefängnis landet und dort sein Leben büßen wird, oder derjenigen, der wiederum den Weg durch die Wüste antritt und dort auch seinen sicheren Tod vor sich hat.
Und das sind eigentlich die Worte, mit denen ich gerne schließen möchte. Es sind schreckliche Worte, denn derjenige, der sich auf den Weg macht, ist eigentlich dann schon tot. Das ist die Geschichte der Migranten. Herzlichen Dank, Herr Kardinal, für diese eindrucksvollen Worte. Jetzt ist Zeit für Fragen. Wie gesagt, bitte auf Deutsch stellen und Frau Sova hat das Mikrofon. Bitte. Ralf Oppmann, Radio Horeb, das deutschsprachige Radio Maria. Wir haben jetzt sehr eindrucksvoll gehört, welche Probleme die Flüchtlinge haben, ob sie es nun schaffen oder ob sie zurückgeschickt werden. Meine Frage ist jetzt, was erwarten Sie sich konkret von den europäischen Politikern? Wie sollen sie handeln? Welche Lösungen sehen Sie für diese Probleme? Io non sono un tecnico, non so consigliare cosa debbono fare perché questo tocca a loro, ma davanti a un fatto così grave che riguarda il mondo, si parla di milioni e milioni di migranti nel mondo e questo viene chiamato il sesto continente. Chiudere gli occhi davanti a questa realtà diventa poi una responsabilità grave. Se io regalassi un mappamondo dove manca l'Europa, voi mi direste è guasto. Se io penso al mondo senza pensare a questa presenza di gente che si sposta, il mondo per me è guasto. Also ich bin hier kein Fachmann, das heißt, ich kann keine Ratschläge geben, was die Politiker tun sollten, denn das ist deren Aufgabe. Aber man muss sagen, es handelt sich hier tatsächlich um eine Tatsache, denn es sind zig Millionen von Menschen in der Welt unterwegs als Flüchtlinge, sodass man hier schon von einem sechsten Kontinent spricht. Und wenn man die Augen vor dieser Realität verschließt, dann ist das einfach schlimm. Wenn wir uns die Weltkarte einmal vorstellen würden ohne Europa, dann kann man sagen, dann wäre Europa hiermit gescheitert, Europa wäre hiermit zerstört. Und wenn wir an eine Welt denken, in der wir nicht mehr da wären, dann kann man sagen, diese Welt wäre zerstört, sie wäre kaputt ohne diese Menschen. Se si continua a parlare di paura, non si farà niente. Ma non credo che costruiremo un mondo diverso, un mondo migliore. Se prendiamo atto che questa situazione è anche nostra e riguarda anche noi, allora credo che tante nazioni civili messe insieme una risposta possono trovarla. Se l'Europa continuerà a dimostrare che ognuno pensa per conto proprio e per difendere i propri interessi, credo che saremo perdenti senz'altro. Le migrazioni sono un termometro per misurare un'Europa unita, un'Europa che guarda al futuro, oppure un'Europa già seduta senza nessuna prospettiva di futuro. Wenn wir alle nur weiter davon sprechen, wie viel Angst wir vor all dem haben, dann kann uns das einfach nicht weiterbringen. Dann führt das auch nicht zu einer besseren Welt. Wir sind nun einmal in dieser Situation und wir müssen diese Situation zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, dass wenn alle zivilen Staaten sich zusammenschließen, dies auch schon eine gemeinsame Antwort sein kann. Wir müssen zusammen eine Antwort geben. Wenn Europa zeigt, dass es allerdings hier nur seine eigenen Interessen vertritt oder einige Staaten nur an ihre eigenen Interessen denken, dann denke ich, dann werden wir im Endeffekt alle dabei verlieren. Die Migration ist im Grunde genommen ein Thermometer, mit dem wir messen können, wie weit Europa geeint ist und wie weit Europa in seine eigene Zukunft blicken will. Denn ohne eine solche Einheit unter den europäischen Ländern wird auch die Zukunft Europas keine Perspektive haben. Die nächste Frage. Bitte. Herr Kardinal, meine Frage ist die, was würden Sie Laien oder Personen, einfach zivilen Personen empfehlen? Wie können Sie den Flüchtlingen am besten helfen? Was würden Sie als Programme vorschlagen, die effektiv Flüchtlingen helfen können? Was kann man als Privatperson tun?
Und die zweite Frage, Sie haben von der Kolonialisierung gesprochen, die auf den Schultern vieler Europäer und auch anderer Länder lastet. Wie können Sie noch einmal reflektieren, inwiefern die Europäer Schuld haben an dem Zustand in gewissen Ländern, aus denen uns jetzt hier Flüchtlinge entgegenkommen? Quali sono i programmi che lei propone per un privato per aiutare i rifugiati? E la seconda domanda è riferita alla colonializzazione di cui lei ha parlato, che pesa sulle nostre spalle in Europa. Cioè noi europei, quali sono le colpe che noi abbiamo causato per creare finalmente la situazione in questi paesi? Allora, riguardo alla prima domanda, io penso che sia necessario creare una cultura dell'accoglienza. L'altro non è un diverso da me. Allora, se già io mi metto di fronte all'altro in atteggiamento di condivisione, di attenzione, aiuto l'altro anche ad aiutare me. Cos'è che posso fare? Molte persone hanno accolto, molte hanno creato delle possibilità, e questo come le comunità ecclesiali, delle mense, la scuola, ludoteche, hanno creato rapporti tra le nostre famiglie e loro. E qualche immigrato andando in giro mi diceva, ci avevano detto che i cristiani sono cattivi. Dice, ma quando abbiamo visto come ci avete accolto, allora anche voi siete buona gente. Ci sono dei pregiudizi da parte nostra, probabilmente ci sono pregiudizi anche da parte loro. Un incontro vero, dove non c'è l'interesse di mezzo, ma c'è la preoccupazione di fare un tratto di strada insieme, questo potrebbe essere già una prima risposta. Oggi dicevo, se ci guardassimo in volto, forse la storia potrebbe prendere una piega diversa. Also ich möchte zuerst auf die erste Frage antworten. Hier ist es wichtig, dass wir eine Aufnahmekultur praktizieren. Das bedeutet, dass der andere eben nicht anders ist, als ich selbst es bin. Und wir müssen uns mit dem anderen auseinandersetzen. Wir müssen versuchen, mit ihm zu teilen, mit ihm gemeinsam zu leben. Denn dann ist es so, dass der andere wiederum auch mir etwas gibt und mir helfen kann. Jetzt fragt man sich konkret, was man tun kann. Es gibt viele Menschen, die Flüchtlinge aufgenommen haben bei sich zu Hause. Es gibt Kirchengemeinden, die hier aktiv sind. Schulen, Mensen, Spielotheken sogar, die Beziehungen, Kontakte hergestellt haben zu solchen Familien und sich mit solchen Familien treffen. Und ich habe allerdings auch von Migranten gehört, die gesagt haben, ich dachte zuerst, die Christen seien per se schlecht. Und dann habe ich Christen getroffen, die mich aufgenommen haben. Und jetzt denke ich, dass auch unter ihnen sehr viele gute Menschen sind. Man sieht also, dass es Vorurteile gibt auf beiden Seiten, auf unserer Seite, aber auch auf ihrer Seite. Und deshalb kann es als Lösung nur die echte Auseinandersetzung miteinander geben. Wir müssen uns befassen mit den anderen und echt ihnen begegnen. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Ich habe bereits gesagt heute Morgen, wenn wir uns gegenseitig mit einem offenen Blick echt ins Gesicht schauen, dann können wir der Geschichte eine neue Wende geben. Circa la seconda domanda, le porto la storia di Tom, un ragazzo della Costa d'Avorio che studiava a Messina, io sono di Messina, sempre in Sicilia, e lui era arrabbiato perché lui, pensando alla mamma, diceva «Mia madre ogni mattina deve fare ore di cammino per andare al campo a lavorare e la sera deve ritornare facendo ore di strada. Per quattro banane ne davano 400 lire. Per noi a Messina allora un chilo di banane era 11.000 lire. Lui si chiedeva, da 400 lire a 11.000 lire, chi è che prende questi soldi? E perché mia madre deve fare tanta fatica per così poco? Ecco, credo che la colonizzazione ci interessi, perché noi siamo andati sempre a prendere da quella terra, l'abbiamo portata, noi siamo diventati più ricchi, possiamo parlare di progresso,
È strano che loro, nonostante abbiano fornito materie particolari e speciali per noi, continuano a restare poveri. Allora qualcosa non ha funzionato. È assurdo che nel 2000, sono stati in Tanzania alcuni anni fa, ancora casupole di fango e di paglia, senza acqua e senza luce. È gente che ha diritto di vivere. I miei emigranti, quelli che sono partiti da Agrigento per venire in Germania o andare in altre parti, se sono partiti è perché avevano bisogno di vivere. Io sto in una diocesi, in una provincia di 460.000 abitanti, ma ho 160.000 emigranti, perché giù da noi il lavoro manca, le difficoltà sono tanti, allora l'unica speranza è fare i viaggi. Una volta con le valigie di cartone, oggi con i pullman, ma il desiderio di una vita migliore. Also, um auf die zweite Frage zu antworten, möchte ich kurz die Geschichte von Tom erzählen, einem Jungen von der Elfenbeinküste, der jetzt in Messina studiert. Das ist die Stadt in Sizilien, aus der ich selbst auch komme. Und der mir unglaublich wütend berichtet hat, dass seine Mutter jeden Morgen stundenlang zu Fuß laufen muss, um dann letztendlich auf das Feld zu kommen, auf dem sie arbeitet. Und sie kehrt dann zurück mit 4 Bananen, für die sie 400 Lire bekommt, während die gleichen Bananen bei uns in Messina auf dem Markt für 11.000 Lire verkauft werden. Das ist also das, was diesen Tom unglaublich wütend gemacht hatte. Er fragt sich nämlich, wie es sein kann, dass diese 400 Lire irgendwann zu einem Wert von 11.000 Lire steigen und wer sich dabei diese Differenz an Geld in die Tasche gesteckt hat. Und er fragt sich natürlich, warum seine Mutter sich so unglaublich abplagen muss für so wenig Geld im Endeffekt. Und hier komme ich auch zum zweiten Punkt, die Kolonialisierung. Da kann ich einfach nur noch einmal sagen, dass wir immer von diesen Ländern genommen haben. Wir sind immer reicher geworden. Wir konnten unseren Fortschritt dadurch ermöglichen. Aber was ist mit diesen Ländern selbst? Sie sind weiterhin arm geblieben, obwohl sie uns unsere Rohstoffe zur Verfügung gestellt haben. Das bedeutet also, dass irgendetwas in diesem System nicht funktioniert. Kürzlich bin ich noch einmal in Tansania gewesen und habe dort wieder gesehen, wie arm die Menschen dort leben. In Hütten, die aus Schlamm gebaut sind, die ohne Wasser, ohne Licht sind, obwohl doch auch diese Menschen ein Recht auf ein Leben haben. Meine Migranten, die ich bei uns aufnehme, sind häufig Menschen, die dann das Ziel haben, vielleicht weiterzuziehen nach Deutschland, in andere Länder, eben einfach, weil sie ihr Leben irgendwie bestreiten müssen. Und es ist bei uns so, dass in der Provinz, für die ich zuständig bin, 470.000 Menschen leben insgesamt und davon 160.000 Migranten sind. Und all diese Migranten haben eben diese Hoffnung, dass sie die Reise angetreten sind, um dann ein besseres Leben führen zu können. Früher mit den Booten, heute kommen sie vielleicht in Bussen mit anderen Verkehrsmitteln, aber die große Hoffnung auf ein besseres Leben steht immer am Ende dieser Reise. Bitte. Christina Blumrath vom katholischen Fernsehen EWTN. Herr Bischof, Sie haben hier an der Tagung teilgenommen, haben mitbekommen, was die Bischöfe für Vorschläge haben, wie man mit diesen Flüchtlingsströmen umgehen soll. Welche konkreten Beispiele haben Sie erfahren oder welche konkreten Ratschläge haben Sie Ihren Mitbrüdern gegeben, wie die katholische Kirche, die in Deutschland auch sehr reich ist, jetzt mit diesen Flüchtlingen umgehen soll? Io ho raccontato una storia stamattina, la storia che ho raccontato a voi, in altra maniera, chiedendo a loro e proponendo a loro di leggerla con gli occhi della Bibbia. E circa i consigli che posso dare, credo che noi come Chiesa abbiamo il dovere dell'accoglienza, della capacità di guardare l'altro senza preoccuparsi delle distanze, ma come dice il Papa, di metterci accanto, dando agli altri la gioia di sentirsi uomini. E allora probabilmente delle scelte della vita di Chiesa che guardino ai poveri e partono dai poveri potrebbe essere il primo passo
per poi aiutare un po' alla volta il povero a stabilizzarsi e a vivere una vita più dignitosa. È anche vero che la Chiesa non può prendere il posto dello Stato. Lo Stato deve fare le sue leggi e deve preoccuparsi che le sue leggi siano giuste. Alla Chiesa tocca dare un'anima a tutte quelle leggi perché ogni uomo possa sentire di meritare l'attenzione che gli è dovuta in quanto uomo. Non possiamo accettare che ci siano uomini di serie A e uomini di serie B. Stamattina dicevo anche se il Fondo Monetario Internazionale anni fa ha detto che c'è 1.300.000.000 di esuberi, il nostro modo di guardare la realtà del mondo è sbagliata, perché se 1.300.000.000 di persone dovessero scomparire ci farebbero un favore. Poi io mi chiedo perché non dobbiamo scomparire noi e far restare loro. Ecco allora quell'ingiustizia. E la Chiesa, spinta dalle parole del Papa, dalle tradizioni, deve saper fare coniugare giustizia con carità. E la carità non è l'elemosina. Raoul Follero, quando parla di elemosina, parla di osso gettato al cane. La carità è dare all'altro la gioia di poter camminare insieme a me. E insieme facciamo la strada. Ja, um darauf zu antworten, kann ich einfach nur sagen, dass ich auch heute Morgen während des Studientages die gleiche Geschichte erzählt habe, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Und auch da habe ich gesagt, dass wir die Situation durch die Augen der Bibel sehen müssen und die Menschen durch die Augen der Bibel verstehen müssen. Ja, wir als Kirche können einfach nur empfehlen und den Rat geben, dass wir einfach die Pflicht haben, diese Menschen bei uns aufzunehmen. Wir dürfen diese Menschen nicht aus der Distanz betrachten, sondern wir müssen sie direkt neben uns sehen. Wir müssen sie als unsere Mitmenschen in unserer direkten Nähe betrachten, denn so empfinden wir auch wahre Lebensfreude dadurch, dass wir sie in unserer Nähe bei uns aufnehmen. Und die Kirche sollte einfach weiterhin für die Armen sich einsetzen, um ihnen zu ermöglichen, dass auch sie sich in ihrem Leben stabilisieren können und ein würdiges Leben führen können. Natürlich kann die Kirche den Staat nicht ersetzen. Der Staat ist derjenige, der die Gesetze erlassen muss. Aber die Kirche ist dann wiederum diejenige, die diesen Gesetzen eine Seele einhauchen muss, damit eben jeder Mensch die Aufmerksamkeit empfängt, die ihm als Mensch zusteht. Heute Morgen wurde auch davon gesprochen, dass es eine Art Zweiklassengesellschaft gibt mit Menschen aus der Klasse A und der Klasse B und dass der Internationale Währungsfonds sogar von 1,3 Milliarden Menschenleben spricht, die er als Überhänge bezeichnet. Und wenn das unsere Art ist, die Welt zu sehen, so kann ich nur sagen, dass das eine völlig falsche Sichtweise ist. Denn wenn der IWF will, dass 1,3 Milliarden Menschen als Überhänge einfach besser nicht mehr da sein sollten, dann wäre das sicherlich fatal. Man fragt sich, warum ist das so? Es ist so, weil es eben viel Ungerechtigkeit gibt. Und die Kirche hat hier die Aufgabe, Gerechtigkeit zu schaffen und neben Gerechtigkeit auch Caritas, Nächstenliebe, walten zu lassen. Diese Nächstenliebe ist wichtig, weil so der andere die Erfahrung macht und spürt, dass er gemeinsam mit uns lebt, im gleichen Leben lebt und dass er mit uns gemeinsam den gleichen Weg zurückgeht. La Chiesa parla di regolamentarizzare i flussi, fare i corridoi umanitari, realizzare qualcosa sul luogo, proprio perché questa gente non parta. Realizza quello che può, ma se anche gli stati, i governi, dovessero davvero spendersi su questo, credo che la novità di una soluzione potremmo incominciare a trovarla. Purtroppo quello che sta succedendo in Siria, no? Noi continuiamo a discutere, a fare le telefonate, a dire che siamo d'accordo, ma le bombe continuano a scoppiare, i bambini continuano a morire e là c'è la distruzione di una civiltà. Però noi continuiamo a discutere quale può essere la soluzione migliore. Forse abbiamo bisogno di misurarci con la morte più che con i nostri programmi.
Es ist natürlich so viel so, dass jetzt auch von humanitären Korridoren gesprochen wird. Es wird auch davon gesprochen, dass man diesen Menschenstrom irgendwie regeln will, so damit einfach verhindert wird, dass diese Menschen überhaupt ihre Herkunftsländer verlassen. Und es muss auch einiges getan werden, um dort die Situation zu verbessern. Wir tun einiges auch auf Staatsebene, auf Regierungsebene, um hier zu handeln. Und wenn wir in der Lage sind, hier etwas zu bewirken, so ist das sicherlich auch eine Lösung, die zur Lösung des Problems beiträgt. Andererseits ist es so, dass wir ja sehen, dass der Konflikt in Syrien eben nicht endet, auch wenn wir viel diskutieren und wenn wir vielleicht telefonieren und dann kurzfristig zu einem Okay kommen, ist es so, dass dann dort auf mal doch wieder Bomben geworfen werden, dass dort Kinder sterben und dass das Land einfach weiter zerstört wird. Das heißt, wenn wir einfach nur weiter diskutieren, kommen wir nicht zur Lösung. Für eine ganz kurze Frage und eine kurze Antwort hätten wir noch Zeit. Dann das Domradio, bitte. Eine kurze Frage, Herr Kardinal. Wenn Sie Unterstützung erfahren in Lampedusa, dann können Sie auf die Kirchenspitze, auf den Papst verweisen, der direkt den ersten Besuch zu Ihnen gemacht hat. Wie sieht es mit den anderen Bischöfen aus? Ich denke an die europäischen Bischöfe im Osten, in Polen, in Ungarn, in Tschechien. Was sagen Sie diesen Mitbrüdern? Io non è che sia sostenuto dal Papa, il Papa è venuto, ha dato un segno al mondo, ho avuto la fortuna, la gioia di poterlo accogliere, ma credo che da quell'isola è partito un grido che vale bene per tutti, per me che sto ad Agrigento come per chi sta in Polonia. È chiaro che noi dobbiamo agire e leggere la storia col Vangelo in mano e allora là dove c'è un uomo che soffre, ci dobbiamo fermare. Io devo farlo in una terra dove arrivano gli immigrati ed è una terra povera, non abbiamo industria ed è terra di emigranti. Chi ha la possibilità di stare altrove ed è ricco di altre possibilità per servire meglio l'uomo, questo può essere il modo giusto. Il problema è la carità non parte mai da me. Io, la carità non si misura da quello che do. La carità si misura da quello che mi tolgo. Forse è opportuno che come Chiesa e come Stati ci chiediamo che cosa ci stiamo togliendo per il bene di chi è nel bisogno. E per noi credenti c'è quell'immagine che Cristo ci ha lasciato e che pesa, che nell'affamato, nell'assetato, nel forestiero, Lui c'è. E allora davanti a questa realtà devo chiedermi, e io cos'è che posso fare per Lui? Also es ist gar nicht so, dass ich vom Papst unterstützt worden bin in Lampedusa, sondern der Papst ist einfach nach Lampedusa gekommen, um dort ein Zeichen auszusenden für die gesamte Welt. Und diese Insel war eben der Ort, von dem ein so enorm großer Schrei ausgegangen ist, der dann schließlich auch alle erreicht hat, ob es jetzt in Agrigent ist oder ob es in Polen ist. Diese Botschaft sollte wirklich jeden erreicht haben. Und ich denke, wir müssen die Geschichte einfach durch das Evangelium lesen und auslegen. Denn überall dort, wo Leid ist und wo Menschen leiden, müssen wir dafür sorgen, dass dieses Leid beendet wird. Sofort. Wir haben nun mal das Glück, dass viele von uns in reichen Ländern leben, aber man muss ja auch sehen, Lampedusa ist im Grunde genommen auch ein armes Land, eine arme Insel ohne Industrie und trotzdem wird hier gegeben. Also wer das Glück hat, in einem wohlhabenden Land zu leben, der sollte seine Situation nutzen, um dem Menschen, der wirklich in Not ist, zu dienen und ihm Gutes zu tun. Und die Caritas, die selbst Nächstenliebe, kann eigentlich nicht so gesehen werden, dass da etwas ist, was von mir ausgeht oder was ich gebe, sondern Caritas wird erst dann voll und ganz gelebt, wenn mir etwas weggenommen wird, damit es einem anderen besser geht. Das ist ein Unterschied, ob etwas mir weggenommen wird, damit es eben demjenigen, der etwas braucht, besser geben kann. Das ist echte Caritas und Nächstenliebe. Und so sehe ich auch in jedem Fremden oder in jedem Hungrigen oder in jedem Notleidenden im Grunde genommen Christus. Dort kann ich Christus begegnen in diesem anderen Menschen und dort kann ich mich Christus hingeben, indem ich diesem anderen Menschen gebe.
Solo per dirle, abbiamo avuto l'attenzione del Papa per la sua venuta a Lampedusa, ma ultimamente ha fatto un regalo a Lampedusa, ha regalato un crocifisso di 3 metri per 2,75, che è il crocifisso che Castro gli ha regalato nel viaggio a Cuba. E lui ha voluto che quel crocifisso, che di particolare è che il legno della croce è fatto dai remi di barca, dei pescatori e degli immigrati, e il Cristo è appoggiato lì. E lui ha voluto che questo segno fosse là a Lampedusa. L'abbiamo messo nella chiesa e questo Cristo è rivolto verso il mare. Io lo chiamo il Cristo del Mediterraneo. Allora, guardando quel Cristo, capiremo la sofferenza di tanti uomini, e se vogliamo che quel Cristo risorga, dobbiamo aiutare gli altri a venire fuori dal mare. Also noch einmal etwas zu dem Punkt, dass der Papst nach Lampedusa gekommen ist. Der Papst hat eben seine Aufmerksamkeit dieser Insel geschenkt und hat jetzt noch einmal ein neues Zeichen gesetzt, indem er der Insel ein großes Kreuz geschenkt hat, 3 Meter mal 2,75 Meter, das er von Castro in Kuba geschenkt bekommen hat. Und dieses Kreuz ist aus Bootsplanken hergestellt und ist hergestellt worden von Flüchtlingen und von Fischern. Und dieses Kreuz hat er Lampedusa geschenkt, um dort wiederum ein Zeichen für diese Schicksale zu setzen. Das Kreuz ist in einer Kirche aufgestellt und die Christusfigur ist zum Mittelmeer hingewandt, und das bedeutet, dass Christus hier symbolisiert, dass er das Leiden aller Menschen in sich aufgenommen hat, und wenn Christus auferstanden ist, dann auch deshalb, weil das ein Aufruf an uns ist, all denjenigen Menschen zu helfen, die im Meer ansonsten verloren gehen würden, dass sie auch aus diesem Meer gerettet werden. Se qualcuno vuol vederlo qua la foto. Se volete vedere questo crocifisso che il Papa ha regalato. Ich könnte Ihnen jetzt das Kreuz zeigen, das der Papst uns geschenkt hat. Da habe ich ein Foto davon. Tu ce l'hai? Ja, ich denke, damit können wir dann auch gerne schließen. Es gab übrigens bei der letzten Herbstvollversammlung in Fulda auch ein Kreuz aus Bootsbrettern von Lampedusa, war auch in Fulda dabei im vergangenen Jahr. Danke. Grazie.